Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Außer Kontrolle? Florestan Gödings muss einen Schüler retten. Baldestens Alter. Ich will auch nicht, dass mich alle für gefährlich halten. Da musst du schon offen und ehrlich mit mir reden. Denn wenn du das nicht machst, dann kann ich dir nicht helfen. Der 17-jährige Christian Weller ist ein verschlossener Junge, der nicht viel von sich preisgibt. Er hat kaum Kontakt zu seinen Mitschülern, die in ihm das geborene Opfer sehen und ihn ständig schikanieren. Besonders Rick Kemper stellt ihn gerne bloß. Bisher hat Christian alles über sich ergehen lassen. Doch ab heute soll Schluss damit sein. Er will sich wehren. Danke, Mann. Ich bin gerade eher einerzeit. Was soll das denn? Rick, gib mir die Kippe zurück. Und zwar suchst du deinen Freund und was? Die verprügeln mich? Hab ich vergessen. Warst ja gar keine. Ach, lass Scheife in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Willst du gleich auf die Fresse oder was? Ein Punch unterliegt, wa? Wow. Chill. Okay. Alter, chill. Lass es endlich. Ja, okay. Los, meine Kippe zurück. Mach schon. Chill. So. Du kopierst es nicht, oder? Christian! Christian! Leg das Messer runter. Christian, bitte! Komm, lass das Messer fallen. Bitte! Lehrerin Sigrud Gärtner kommt gerade noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern. Sie bringt Christian zum Schulleiter. Dieser Angriff war extrem aggressiv und wird Folgen haben. Seine Mutter Anita wird sofort benachrichtigt und in die Schule bestellt. Eine Stunde später trifft die 40-Jährige ein. Sie ist entsetzt über das Verhalten ihres Sohnes. Sag mal, der Herr Wehner hat mich angerufen. Du hast einen Mitschüler mit einem Messer bedroht. Sag mal, stimmt das? Verdammt, ich habe mich einfach nur gewehrt. Rick und seine Freunde provozieren mich ständig. Na sag mal, deshalb kann man doch keinen Mitschüler mit einer Waffe bedrohen. Wo kommen wir denn da hin? Verdammt, es hat mir einfach gereicht. Dir gereicht? Ich weiß echt nicht, was ich falsch gemacht habe bei dir. Wirklich. Frau Weller. Ja. Hallo. Hallo. Bitte schön. Ja, Frau Weller, ich möchte gleich auf den Punkt kommen. Es ist ja nicht das erste Mal. Christian, nimm Platz, bitte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Christian auffällig geworden ist und gegen die Schulregeln verstoßen hat. Der Verweis, den er bekommen hat für die Verweigerung des Unterrichtes, der ist in der Tat erst 2 Monate her. Und jetzt das hier. Ich verweigere nicht den Unterricht. Ich verstehe einfach nicht immer, was sie von mir wollen. Christian, komm, hör auf mit den alten Kanälen. Fakt ist, dass Christian das Leben von 3 Mitschülern bedroht hat. Fakt ist auch, dass bereits die Polizei eingeschaltet ist. Ja. Dass die Polizei gegen Christian wegen Bedrohung ermittelt. Und in der Tat steht Christians Verweis von der Schule zur Diskussion. Und das jetzt so kurz vor seinem Abschluss. Und eine Lehrstelle als Elektrotechniker hat er auch schon. Er verliert alles, wenn Sie ihn von der Schule verweisen. Frau Weller, sicherlich werden Sie verstehen, dass erstens so ein Verhalten nicht hinnehmbar ist an einer Schule und zweitens auch Konsequenzen nach sich ziehen muss, einfach auch der Sicherheit wegen. Ja. Selbst eine Provokation durch Mitschüler rechtfertigt keinesfalls den Gebrauch eines Messers gegen diese Mitschüler, also sprich einer Waffe. Ja, ich verstehe Sie ja. Aber können Sie ihm nicht noch mal eine Chance geben, bitte? Also, wir werden den Sachverhalt im Kollegium besprechen. Ich werde Ihnen dann entsprechend schriftlich die weitere Vorgehensweise zukommen lassen. Gut, ich denke, für heute ist alles gesagt. Ja. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Ja, nichts zu danken. Alles Gute. Alles Gute. Tut mir leid, komm. Wenn Christian jetzt von der Schule fliegt, kann er alles vergessen. Der wird doch nie seinen Abschluss nachholen. Zumal er eh schon älter ist als die anderen, weil er zu spät eingeschult wurde und einmal sitzen geblieben ist. Ich muss das irgendwie verhindern. Anita Weller will alles daran setzen, dass ihr Sohn nicht von der Schule fliegt. Denn seine gesamte Zukunft steht auf dem Spiel. In der Hoffnung, dass ihm ein Anwalt helfen kann, wendet sie sich an Florestan Gödings. Zum Gespräch begleitet sie ihr Lebensgefährte Kai Lenz. Er ist zwar nicht Christians Vater, fühlt sich aber dennoch für ihn verantwortlich. Naja, wir befürchten ganz einfach, dass Christian jetzt komplett abrutscht. Wenn er jetzt noch von der Schule fliegt, dann ist auch mit der Ausbildung nicht mehr. Die Polizei wurde auch schon eingeschalten, also irgendwas müssen wir ja irgendwie machen können.
Wir können natürlich versuchen, dass wir den Schulverweis natürlich erstmal abblocken, denn so eine Klassenkonferenz kann nicht einfach so beschließen, dass der Christian von der Schule muss. Es ist das letzte Mittel, was in Betracht kommt. Naja, wie sieht es denn in der Vergangenheit aus? Ist der Christian denn schon mal auffällig geworden? Ja, leider ja. Dabei war er früher so ein lieber, fleißiger Schüler gewesen. Ich verstehe nicht, was mit ihm los ist. Er hat sich so verändert. Aggressiv ist er geworden und ja, teilnahmslos auch, ne? Gibt's denn irgendwie ein Erlebnis in der letzten Zeit, warum er so geworden ist? Irgend so ein Schlüsselerlebnis vielleicht? Also es ist jetzt etwa seit 3 Jahren, so würde ich sagen. Ein Auslöser dafür gab's nicht wirklich. Letztes Jahr musste er seine Klasse wiederholen. Aber ich hab's halt immer auf die Pubertät geschoben oder dass er falsche Freunde hat. Aber er sagt ja auch kaum was. Ich weiß auch nicht, ob er in der Schule gemobbt wird oder so. Also ich würde mich auch ganz gerne mit Christian unterhalten. Das könnte ja tatsächlich sein, wenn es Mobbing gewesen sein sollte, dann wäre ja sein Verhalten irgendwie auch erklärbar und seine Handlung ja auch irgendwie eine logische Konsequenz. Und außerdem hätten dann die Lehrer auch eine gewisse Teilverantwortung und hätten das erkennen müssen. Ja, ich denke einfach mal, dass da die weiche Erziehung von ihr mit reinspielt. Also die strenge Hand vom Vater fehlt ein bisschen. Sie kann sich da einfach nicht so richtig durchsetzen. Wie ist denn das eigentlich so mit dem Verhältnis zwischen Christian und dem leiblichen Vater? Ist das gut? Da gibt's gar keinen Kontakt. Also Jörg, so hieß mein Mann, hat uns vor 5 Jahren verlassen. Dann war ich alleinerziehend und dann habe ich vor 2 Jahren Kai kennengelernt. Und wie ist das Verhältnis zwischen Christian und Ihnen? Also ich mag Christian, keine Frage. Aber ich bin da ein bisschen konsequenter in der Erziehung als Sie. Also ich hau da auch mal auf den Tisch. Verstehe. Ja, also wie gesagt, ich würde mir ganz gern ein Bild von Christian selbst persönlich machen, um zu schauen, wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Und vielleicht gibt es ja auch einfach ein paar logische Antworten darauf. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten wir das auch gleich jetzt machen? Sie können es gerne probieren. Ja. Ob Sie allerdings Antworten von ihm bekommen, kann ich Ihnen echt nicht sagen. Also wie gesagt, mit mir redet er kaum. Probieren Sie es. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir einfach gleich los. Ja. Alles klar. Anwalt Florestan Gödings will herausfinden, was der Auslöser für Christians Verhalten ist. Deshalb möchte er ihn persönlich kennenlernen. Gemeinsam mit Anita und Kai fährt er zur Wohnung der Familie Weller, um mit dem Schüler über den heutigen Vorfall und seine Zukunft zu sprechen. Schatz, machst du mal deinen Computer aus? Der Herr Gödings möchte mit dir reden. Es geht um deinen eventuellen Schulrausruf. Chris! Christian, es würde tatsächlich nur einige wenige Minuten dauern und es wäre wichtig. Ich habe jetzt keine Lust. Ey, was soll das denn? Warum machst du den Fernseher aus? Ich bin mitten im Spiel. Hör auf, dich so respektlos zu verhalten. Verstanden? Deine Mutter tut alles für dich und du bringst nur Ärger mit nach Hause. Kai, das war jetzt echt nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Der Junge muss endlich mal begreifen, dass sein Verhalten, was er hier am Tage legt, einfach nur Konsequenzen hat. Mit deinen Erziehungsmethoden kommst du ja zunächst, siehst du ja. Ihm geht's einfach nur zu gut. Lass Mama in Ruhe, ich kann nichts dafür. Aber ich hab Zeit anzumachen. Ja, mach doch euren Scheiß alleine. Lass ihn in Ruhe. Sag mal, geh mal lieber einkaufen, weißt du? Mein. Also vielleicht, wenn wir uns mal kurz alle wieder beruhigen. Ein Streit hilft hier wirklich gar nicht weiter. Okay. Ja, aber Entschuldigung. Christian, guck mal. Wer war denn das auf dem Bild, der hier neben dir stand? Das war schon mein Vater, aber das ist schon ewig her. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass du heute über die Angelegenheit in der Schule nicht mehr sprechen möchtest. Nicht wirklich, nö. Okay, naja, vielleicht ist es auch möglich, dass wir dann einfach morgen drüber sprechen. Dann lassen wir es einfach sein für heute. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ja? Gut, danke. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es was bringt, wenn wir ihn zum Reden zwingen. Ne? Sagen Sie mal, was mich aber noch interessiert, Ihr ehemaliger Partner und leiblicher Vater von Christian und Sie sind doch schon insgesamt 5 Jahre getrennt. Ist doch richtig, oder? Ja, getrennt ist wohl eher das falsche Wort. Er wollte nur mal eben Zigaretten holen und ist dann nie wiedergekommen. Er hat uns quasi im Stich gelassen. Ja, und ich weiß auch überhaupt nicht, wo er sich heutzutage auffällt oder ob er noch lebt, keine Ahnung. Ich frage eigentlich nur deswegen, weil es schon ziemlich merkwürdig ist, dass man die Erinnerungsfotos von seinem eigenen Vater entfernt. Naja, aber es kann eben schon sein, dass der Verlust des Vaters eben dazu geführt hat, dass Christian sich hier verändert. Nein, das glaube ich nicht. Er hat auch nie irgendwie so Anstalten gemacht, dass er ihn vermisst. Wir reden aber auch nie wirklich über ihn. Und in der Schule hat er auch kaum Freunde. Im Prinzip gibt es nur seinen Computer und ihn. Gut, naja, also ich werde auf jeden Fall morgen noch mal mein Glück bei Christian versuchen. Und zuvor werde ich mal mit den vermeintlichen Opfern sprechen. Ja. Und dann schauen wir mal einfach, ob uns das weiterbringt. Ja? Alles klar. Gut. Das gehen wir.
Anwalt Florestan Gödings hat noch am Nachmittag mit Christians Mitschüler Rick telefoniert und ein Treffen für den nächsten Tag vereinbart. Er will von ihm hören, wie sich der gestrige Vorfall abgespielt hat. Bei ihm zu Hause trifft er auf weitere Klassenkameraden seines jungen Mandanten. Ja, hallo zusammen. Rechtsanwalt Gödings, Sie seid die Mitschüler von Rick, nehme ich mal an, ne? Ja. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit, deswegen würde ich mal gleich anfangen. Und zwar, Rick, erzähl doch mal ganz kurz, wie das Verhältnis ist zwischen dir und Christian. Na, wir kennen uns halt vom Sehen her, aber irgendwas groß unternommen und so. Ist mir eigentlich ganz egal. Aber nach deiner Nummer gestern, es war schon ziemlich... Die war echt krank, die Nummer. Also, ganz ehrlich, ich finde auch, der sollte von der Schule fliehen. Also, nach so einer Aktion, ich meine, der bringt nur Unruhe rein, der Junge. Mir wurde erzählt, dass er eigentlich sehr zurückgezogen ist und dass vielmehr ihr ihn konfrontiert habt. Ja klar, sagt man halt einen Witz im Klassenzimmer oder auf der Pause, irgendwie so einen Spruch oder so, aber sonst ist... Das heißt, ihr würdet sagen, dass der Christian eher so der komische Typ ist? Also der ist voll der Einzelgänger. Wir haben halt öfter probiert, mit ihm zu reden. Auch ich habe probiert, ihn immer in irgendwelche Gespräche mit einzubinden. Aber der blockt total ab. Der sitzt in den Pausen immer alleine an seinem Handy. Und dazu kommen auch noch seine Videos, die er im Internet postet. Also die sind echt gruselig. Was für Videos? Ja, der hat im Internet so seinen eigenen Kanal. Da heißt er irgendwie Götter des Gemetzels oder irgendwie so. Und da postet er manchmal Videos, die sind sehr furchterregend, also echt krass. Gut, aber das ist doch noch lange kein Grund, ihn zu schikanieren, oder? Er tut mir auch gar nicht, ich meine, hat keiner was gesagt. Also, das heißt, du möchtest mir jetzt erzählen, dass der Christian von sich aus mit dem Messer auf dich losgegangen ist. Also, er wurde nicht von euch schikaniert, auch nicht geschubst, gar nichts. Einfach so ist er mit dem Messer auf dich losgegangen. Ja, genau, er ist einfach Messer gezückt und dann ist er direkt auf mich los. Könnt ihr das so bestätigen? Also, ich meine, die Polizei wird hier auch Ermittlungen aufnehmen. Das ist schon mal klar. Und wenn ihr hier lügt, dann hat das auf jeden Fall strafrechtliche Konsequenzen. Ja. Gut, dann habe ich erstmal keine weiteren Fragen. Ja, vielen Dank an der Stelle. Und ich werde erstmal überprüfen, inwiefern das hier zutrifft. Ich bin selber aus. Vielen Dank, ja? Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Die Messerattacke von Christian war natürlich ein Fehler. Aber seine Mitschüler haben ihn auch drangsaliert und ihn so in eine Ecke gedrängt. Grundsätzlich ist es aber das falsche Signal, ihn deswegen von der Schule zu verweisen. Und genau deswegen werde ich auch dagegen vorgehen. Generell scheint es mir aber auch so zu sein, dass Christian mit der ganzen Angelegenheit alleine ist. Und vielleicht versucht er das ja mit Computerspielen und selbstgedrehten Videos zu kompensieren. Da Christians Schule aufgrund der Messerattacke die Polizei eingeschaltet hat, stellen die Beamten im Rahmen ihrer Ermittlungen Recherchen über den 17-Jährigen an. Seine Mutter wurde zu einer Befragung aufs Präsidium gebeten, bei der auch Florestan Gödings anwesend sein will, um Anita zu unterstützen. Die Polizisten haben etwas Beunruhigendes entdeckt. Frau Weller, wir haben mit einer Mitschülerin von Ihrem Sohn gesprochen. Die hat uns auf Videos im Internet aufmerksam gemacht. Wir würden Sie jetzt mal bitten, dass Sie sich das Video mal bitte anschauen, ob Sie da vielleicht Ihren Sohn drauf erkennen. Ja, okay. Ja. Dann schauen wir mal. Einer davon Ihr Sohn? Ja. Ist das eine echte Waffe? Naja, also wie Platzpatronen sahen wir das nicht aus. Zeugenaussagen zufolge ist das der Social-Media-Kanal Ihres Sohnes. Er hat das Video bearbeitet und hochgeladen. Was uns aber sehr, sehr große Sorgen macht, ist die Botschaft am Ende. Was meint er mit Zahltag? Wir vermuten, dass diese Botschaft an seine Mitschüler oder an seine Schule gerichtet ist. Und dann sind da schon höchst alarmiert. Und vermuten, dass er vielleicht einen Anschlag auf seine Schule planen könnte. Also ich habe jetzt dieses Video auch zum ersten Mal gesehen und natürlich muss man das ernst nehmen mit den Schulamokläufen, gerade in Anbetracht, was in den letzten Jahren passiert ist. Und auch dieses Video nehme ich ernst, aber ich finde schon, man sollte erst zu 100% sicherstellen, dass es auch wirklich Christian ist auf dem Video. Und man muss auch sicherstellen, was die Motivation hinter diesem Video ist. Vielleicht ist es harmlos, vielleicht wollte er sich nur profilieren. Ja, gebe ich ihm bedingt recht, dass wir ihn befragen müssen, das ist klar. Aber wir können und dürfen diese Situation einfach nicht unterschätzen. Frau Weller, wir haben uns für Ihr Haus bzw. für das Zimmer Ihres Sohnes einen Durchsuchungsbeschluss besorgt. Wir vermuten nämlich, dass dort die Waffe versteckt sein könnte. Wir haben doch keine Waffen zu Hause. Achso, nein, das glauben Sie. Wie gesagt, ja. Sie wussten ja auch nicht immer, dass Ihr Sohn da dieses Video dreht. Wir sollten jetzt auch keine Zeit verlieren, denn Christian ahnt auch noch nicht, dass wir auf dieses Video gestoßen sind. Frau Weller, kommen Sie mit zur Hausdurchsuchung.
Wir wollen hier keine weitere Zeit verlieren. Jede Sekunde zählt und dann machen wir uns auf den Weg. Das ist natürlich mehr als ungünstig, dass die Polizei während den Ermittlungen wegen der Messerattacke auf dieses Video gestoßen ist. Ich hoffe wirklich, dass Christian der Polizei glaubhaft erklären kann, dass er hier keine kriminellen Pläne verfolgt. Und ganz ehrlich, so langsam muss er auch mich davon überzeugen. Run, boy, run. Florestan Gödings, Anita und die Polizisten machen sich sofort auf den Weg. Der Anwalt will unbedingt verhindern, dass Christian die Drohung aus dem Video in die Tat umsetzt und vielleicht sogar noch jemanden verletzt. Der Teenager ahnt nichts von dem Durchsuchungsbefehl der Beamten. Na, mein lieber Herr Sohn, was hat dich eigentlich geritten? Was denn hier los? Warum geht der an meine Sachen? Können Sie das lassen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was macht er? Na, wir haben uns mal ein Video angeschaut. Das ist aus dem Internet. Was hat's denn damit auf sich? Das war einfach nur Spaß. Und dieser Spruch mit Zahltag, das habe ich mal im Film gesehen. Sollte eben mal cool aussehen. Und die Waffen, die ihr da benutzt habt, was waren das für welche? Das waren einfach nur Spielzeugwaffen mit Platzpatronen. Spielzeugkram, Platzpatronen. Damit kann man keine Gläser oder Bierdosen zerschießen. Das geht nicht. Ist denn jetzt ehrlich, jetzt hör auf mit den Spielchen. Wir haben dich gesehen auf dem Video, wie du da mit Waffen rumgeballert hast. Was fällt dir ein? Das hier sieht aber nicht aus wie eine Spielzeugpistole, oder? Was ist das? Ist das eine echte Waffe? Was macht die in deinem Schrank, bitte? Herr Christian, ganz kurz, die Frage brauchst du hier in der Öffentlichkeit nicht beantworten. Du solltest nämlich wissen, dass jetzt hier der Tatwurf des unerlaubten Waffenbesitzes vorliegt, ja? Aber das war doch Ewalds Idee. Wir haben die Waffe von seinem Vater aus dem Waffenschrank, der im Schützenverein ist. Wir haben doch damit nur rumgespielt. Wer ist Ewald und wie heißt der weiter? Ewald Sänger. Ah, krieg ich jetzt Ärger? Nein, Quatsch. Du bist ja bloß verhaltensauffällig in der Schule, veröffentlichst gewaltverherrlichende Videos im Internet und ballerst hier mit irgendwelchen Waffen in der Lagerhalle rum. Natürlich kriegst du Ärger. Das ist Mist, ganz großer Mist. Wir werden hier auch nicht länger warten, bis irgendwas Schlimmeres hier passiert. Wir werden auf jeden Fall und müssen auch das Jugendamt darüber verständigen und werden auch eine Anzeige fertigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Und die Waffe, die nehmen wir natürlich mit, die ist beschlagnahmt. Und im Labor gucken wir mal, ob es eine echte scharfe Waffe ist oder eine Schreckschusswaffe. Und sollte es eine scharfe Waffe sein, dann kommen wir mit neuen Fragen auf dich zu. Gut. Wir verabschieden uns dann. Ja, tschüss. Sag mal, Christian, was hast du dir dabei gedacht? Erst lügst du die Polizei an und dann finden die auch noch die Waffe. Ich meine, wie möchtest du denn wahrgenommen werden? Als Opfer? Ich meine, jetzt kriegst du eine Anzeige und ich weiß beim besten Willen nicht, wie wir den Schulverweis wieder vom Tisch kriegen sollen. Sie glauben denen doch sowieso mehr als mir. Christian, es spielt überhaupt gar keine Rolle, was ich hier glaube. Fakt ist doch, dass du nicht mit mir redest, nicht mit deiner Mutter redest und eine Menge Ärger am Hals hast. Ich meine, das Jugendamt wird sich auch noch melden. Warum habt ihr die Videos gedreht? Ist doch egal. Das geht keinem was an. Christian, jetzt rede mit uns. Lass mich in Ruhe. Also Christian, so können wir dir nicht helfen. Mit dieser Blockadehaltung, da kommst du überhaupt nicht weiter. Und eins ist doch klar, die juristischen Konsequenzen, die trägst du, nicht wir. Tja, also ich werde mich auf jeden Fall mit diesem Freund mal unterhalten, mit diesem Ewald Sänger. Und vielleicht will der ja ein bisschen mehr plaudern mit mir als der Christian. Und naja, das Jugendamt wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Und sobald da ein erster Termin feststeht, dann rufen Sie mich an, weil ich denke mal, dass der Christian wirklich jede Hilfe gebrauchen kann. Ich erkenne Christian überhaupt nicht wieder. Früher, da haben wir so ein gutes Verhältnis miteinander gehabt, ja. Aber ich mache mir echt Sorgen und habe Angst um ihn, dass er irgendwie Dummheiten anstellt. Um herauszufinden, was es mit der Waffe auf sich hat und warum Christian dieses Video gedreht hat, stattet der Anwalt noch am selben Abend dessen Freund Ewald Sänger einen Besuch ab. Dabei trifft er erstmals auf dessen Vater Richard. Herr Sänger, guten Tag, Rechtsanwalt Gödings. Ich würde mich mal ganz gerne mit Ihrem Sohn Ewald unterhalten, weil er und der Christian Weller, ein Mitschüler, die haben Videos gedreht, sind im Internet und die Polizei ist darauf aufmerksam geworden, weil in diesen Videos mit scharfen Waffen hantiert wird. Das kann nicht sein, das muss eine Verwechslung sein. Mein Sohn dreht garantiert keine Videos mit Waffen. Herr Sänger, ganz kurz, besitzen Sie nicht eine CP99 Kompakt? Denn das ist genau die Waffe, die bei dem Christian zu Hause von der Polizei gefunden worden ist. Wenn das Ihre Waffe ist, dann könnten auch Sie sich strafbar gemacht haben, weil Sie die Waffe nicht sorgfältig aufbewahrt haben. Wie soll er denn an meine Waffe rangekommen sein? Er hat doch überhaupt gar nicht den Schlüssel dafür. Sehen Sie, Herr Sänger, und deswegen wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, wenn wir uns ganz kurz mit Ihrem Sohn unterhalten würden, um das zu klären. Na gut, kommen Sie rein. Dankeschön. Ewald! Komm her! Also ich bleib die ganze Zeit aber dabei, damit es klar ist. Ja, selbstverständlich, kein Problem. Was denn? Hast du eine meiner Pistolen aus dem Waffenschrank genommen?
Wieso? Wer sagt das? Rechtsanwalt Gülitz, kannst du dir vorstellen, das sagt Ihr Freund Christian Weller. Sie sind doch befreundet, oder? Ja, wir hängen nicht lange miteinander rum. Christian war früher mit diesem Vollspat Mirik unterwegs. Da fand ich ihn noch ätzend. Ja, und was ist überhaupt mit diesen Videos? Und wie bist du überhaupt in diesen Waffenschrank reingekommen? Ja, Mensch, Papa, ich weiß, wo der Schlüssel liegt. Ich hab dir doch verboten, an meine Waffen zu gehen. Was war denn daran so schwer zu begreifen? Wir haben nichts angestellt, ich schwör's dir. Wir wollten die nur mal ausprobieren. Also ganz kurz, das heißt, du gibst zu, dass du bei diesen Videos mitgemacht hast. Ich meine, warum habt ihr die Videos überhaupt gedreht? Ja, aus Spaß. Ey, wir wollten ein bisschen gangstermäßig sein. Andere aus unserer Schule reagieren ganz anders auf uns. Seit wir so coole Videos machen. Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt bitten zu gehen. Ich muss mit meinem Sohn jetzt allein darüber reden. Wir können ja einen neuen Termin ausmachen, wenn es irgendwie sein muss. Ja, ich gebe mir mal kurz eine Visitenkarte, obwohl, vielleicht ganz kurz eine Frage noch. Du hast gerade erzählt, dass der Christian mit dem Rick befreundet war. Das ist doch genau der Schüler, auf den Christian mit dem Messer losgegangen ist, oder? Ja, Rick, dieser Schnösel. Christian war mal einer von den Coolen gewesen, dachte er zumindest. Rick schleift nur Leute in seiner Gruppe mit, die Kohle haben. Aber als Christians Vater ihn verlassen hat, war er nicht mehr viel mehr Kohle gewesen. Und er stand alleine da. Das heißt aber auch, dass seitdem er nicht mehr befreundet ist mit Rick, hat er sich schon verändert. Klar hat er sich verändert. Ist auch gut so. Rick und seine Leute sind zum Kotzen. Du, die Polizei hält ja Christian für eine ernsthafte Bedrohung. Du kennst ihn ja jetzt relativ gut. Würdest du das bestätigen? Ach Quatsch, wieso? Er tut doch kein was. Ich weiß zwar nicht, was seinem Kopf vorgeht, aber ich denke, er ist harmlos. Also, das war jetzt mehr als eine Frage. Ja, danke. Ich finde den Weg alleine raus. Schönen Tag noch. Die Befragung hat Florestan Gödings einen großen Schritt weitergebracht. So, dass der Rick und der Christian mal richtig gute Freunde waren, das ist auch für mich eine ganz neue Information. Und das muss natürlich auch berücksichtigt werden bei der Bewertung des Messerangriffs. Und immerhin hat auch der Ewald gerade zugegeben, dass von dem Christian keine ernstzunehmende Gefahr ausgeht. Und genau davon muss sich natürlich die Polizei und das Jugendamt auch überzeugen. Bereits für den nächsten Tag hat sich das Jugendamt zu einem Gesprächstermin bei Anita angekündigt. Es wurde aufgrund der Messerattacke von Christians Schule eingeschaltet. Und nun will Mitarbeiterin Frau Schmitz den Teenager zu seinem Verhalten befragen. Sie wird über seine Zukunft entscheiden. Sollte Frau Schmitz der Ansicht sein, dass er eine Bedrohung für seine Mitschüler ist, könnte sie ihn sogar in ein Heim schicken, um sie vor ihm zu schützen. Das will Anwalt Florestan Gödings unbedingt verhindern. Es ging dem Christian wirklich in erster Linie darum, dass er sich hier vor weiteren Schikanen seiner Mitschüler wehren wollte. Und das Video, ja, in dem Video ging es eigentlich in erster Linie darum, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber auf gar keinen Fall darum, hier wirklich Panik zu schüren. Und dass er hier eine scharfe Waffe benutzt hat, das ist natürlich keine gute Sache, aber das bereut der Christian auch. Dankeschön. Ich möchte ehrlich gesagt wissen, wie es in ihm aussieht. Macht es dich wütend, dass du so wenig Freunde in der Schule hast? Weißt du, nö. Und das Video? Ich meine, das wirkt recht brutal. Und warum habt ihr Zahltag dazu geschrieben? Meine Güte, ständig stellen Leute solche Videos ins Netz. Warum ist das denn so spannend? Weil das häufig Vorboten eines Amoklaufes sind, Christian. Bist du wütend auf deine Mitschüler und hast du das Video deswegen gedreht? Wolltest du ihnen zeigen, dass du dir das alles nicht mehr länger gefallen lässt? Nee, also ein seiner Mitschüler würde dir nie was antun. Er ist nicht aggressiv, er war eigentlich immer ein guter Junge. Das glaube ich Ihnen. Aber ich kann nur die Sachlage des Falles beurteilen und so, wie ich Christian gegenwärtig erlebe. Und das überzeugt mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Von daher werde ich mich auch dafür aussprechen, dass er in eine pädagogische Einrichtung im Ausland kommt. Was will ich denn im Ausland? Was soll denn die Scheiße? Ich gehe nicht ins Ausland. Ja, aber das ist durchaus eine übliche Maßnahme. Ich gehe nicht ins Ausland. Mann, beruhig dich. Nein. Also ganz ehrlich, liebe Frau Schmitz, mein Sohn ist kein Schwerverbrecher. Und ich werde, nee, also ins Ausland lasse ich ihn bestimmt nicht. Er ist 17 Jahre alt. Ja, also da möchte ich auch noch mal ganz kurz Partei ergreifen. Also ich möchte mich ja nicht in Ihre Arbeit einmischen, Frau Schmitz. Aber eins ist klar, wir werden hier wirklich alles tun, um zu verhindern, dass Christian ins Ausland muss. Denn diese, ich sag mal, Straflage, wie die teilweise die Projekte da auch betrieben werden, haben nun wirklich gar nichts von erzieherischem Gedankengut. Also wir werden jetzt nur auch ein psychologisches Gutachten erstellen und auch gerichtlich dagegen vorgehen, zumindest bis der Christian 18 ist. Und dann ist es sowieso egal. Das können Sie natürlich gerne tun, aber das wird an meiner Empfehlung nichts ändern. Die Sicherheit von Christians Mitschülern geht in diesem Fall einfach vor. Ich hoffe, dafür haben Sie Verständnis. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Trotzdem. Ja, ich bringe Sie mal raus. Ja, Frau Schmitz. Gut, tschüss. Ich gehe nicht zum Psychologen, ich bin nicht bekloppt. Was will ich denn dort? Sag mal, Christian, warst du irgendwie gerade anwesend? Hast du zugehört? Möchtest du das alles? Möchtest du in so ein Lager gehen? Nein, natürlich will ich nicht in so ein Lager. Ja, dann wach doch endlich mal auf und hör hier auf, immer nur für dich allein zu spielen. Vielleicht brauche ich auch Ihre Hilfe gar nicht. Es könnte doch eh nichts mehr dran ändern. Was Christian! Will ich denn? Ja, wenn man es nicht versucht, dann weiß man es nicht, ja? So einen schwierigen Fall hatte ich schon lange nicht mehr. Der Junge begreift einfach nicht, wer ihm gut tut und wer nicht. Und ich hoffe wirklich, dass meine Worte ihn jetzt mal zum Nachdenken gebracht haben, denn er steckt in massiven Schwierigkeiten.